Hey YouTube, willkommen zum nächsten Part meiner Road to Glory. Jeden Montag gibt es die Weekly Zusammenfassung, die neue Formation, die wir getestet haben und wie wir unser Team verändert haben. Und genau das werden wir heute wieder besprechen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und ansonsten gehen wir jetzt direkt rein in den Squad Builder und gucken uns das Team dieser Weekend League an. So sieht es nämlich aus. Wir haben natürlich direkt die Michael Ballack SPC abgeschlossen und ins Team geholt. Ich habe gesagt, ich will immer mehr in Richtung Bundesliga gehen. Dementsprechend haben wir auf der linken Seite jetzt auch einen Bundesliga-Hero mit Lise Razou. Und auf der rechten Seite haben wir Joe Cole ersetzt durch Kingsley Coman in Form. Die einzigen Nicht-Bundesliga-Karten, die jetzt hier noch im Team sind, sind Forlan, Giroud, der gute Leao, Van Dijk und Alisson. Also 5 Karten haben wir noch am Start. Hier natürlich wäre sehr nice, wenn wir demnächst irgendwann einen Rudi Völler haben, einen Gerd Müller. By the way, Gerd Müller, die neue Icon habe ich auf dem Main-Account getestet, diese Weekend League. War ganz nice, hat wirklich auch, wenn er mal vom Tor war, alles reingehauen. Das einzige Problem, was ich mit ihm hatte, ist, dass er sich ein bisschen klobig angefühlt hat. Aber das kann auch ein generelles Problem dieser Weekend League gewesen sein. Denn ich weiß nicht, wie es euch erging, aber für mich persönlich war dieses Wochenende von den Bedingungen von den Servern das schlechteste überhaupt. Also die Performance der Server war katastrophal. Es war wirklich eine richtig, richtig schlimme Weekend League, was Gameplay angeht. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war oder ob das bei euch auch so war. Ich würde mich besser fühlen, wenn es bei euch ebenso war, weil dann weiß ich, dass es nicht unbedingt an mir lag. Ja, das ist kurz das Update zum Team. Wir haben natürlich die SPCs mitgenommen, die Flash-SPCs wie so Mangala. Kann ich auch nur empfehlen, dass ihr das auch macht. Wir haben Somax Mew mitgenommen für die Breite, damit wir noch was auf der Bank haben. Und es kam ja auch eine neue Hero Evo. Weiß ich noch nicht, ob ich die machen werde. Können wir aber gleich mal drauf eingehen. Vorher will ich euch mal aber die Taktik und Formation zeigen, die wir dieses Wochenende genutzt haben. Und zwar war es das 4-1-3-2. Das 4-1-3-2 als auch das 4-2-1-3. Die beiden Formationen wurden beim letzten Mal am häufigsten gewünscht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Formation ihr nächstes Wochenende sehen wollt. Ist es dann das 4-2-1-3 oder doch eine andere Formation? Auf jeden Fall haben wir jetzt das 4-1-3-2 diese Weekly gespielt. Das sieht in-game so aus. Wir haben Ballack dann auf die ZM-Position gesetzt, Schweini auf die 6er-Position im Offensiv. Beziehungsweise im Sturm haben wir natürlich Giroud und Forlan, über die Außen Leao und Coman und Viererkette ist selbsterklärend. Bei den Taktiken habe ich diese Einstellung genutzt. Ich muss sagen, beziehungsweise ich sage nachher was dazu, ich zeige es euch erstmal. Ausgeglichen, Breite 40, Tiefe 65, ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe, Breite 60, Spieler im Strafraum auf 5, Eck und Freischüsse auf jeweils 2 Balken. Anweisungen, die beiden Stürmer auf Defensiv verstärken, sollen mithelfen. Dann habe ich Ballack mal gar keine Anweisung gegeben. Ich wollte das testen, ja, wenn es eine Formation, wenn man eine Formation spielt und mit dieser Formation noch nie gespielt hat, ist das etwas, was ich auch sehr gerne mache, dass ich erstmal auf gewissen Spielern gar keine Anweisung lasse. Und das habe ich bei Ballack dann die ganze Weekend League auch so durchgezogen. Schweinsteiger habe ich passfähige Zustände, hinten bleiben bei Angriffen und ebenfalls Flügel abdecken. Ich wollte das einfach mal testen. Die beiden Außenspieler defensiv verstärken, Außenbleiben anbieten für Flanken in den Strafraum, gilt für beide. Die beiden Innenverteidiger auf Standard, der Torwart auf Flankenfänger und Torwart Libero und die Außenverteidiger auf ausgewogenen Angriff und übergreifend. Das waren die Anweisungen und Taktiken, die ich jetzt erstmal genutzt habe. Während wir jetzt ins Gameplay reingehen, werde ich natürlich auch noch ein bisschen was zu der Formation sagen, wie sie mir gefallen hat. Und dafür springen wir jetzt einfach in die Highlights der Weekend League. So, gehen wir rein. Wir stehen zu diesem Zeitpunkt jetzt hier schon 10-0 in dieser Weekend League. Letzte Weekend League konnten wir erst 20-0 holen. Dementsprechend seht ihr jetzt, da steht es 30-0. Auf dem Main Account stand ich ja 60-0. Da haben wir, by the way, verloren am Wochenende. Ich habe auf dem Main Account nicht diese Formation gespielt. Und habe bei 69-0 dann meine erste Niederlage bekommen. Und am Ende habe ich sogar nochmal verloren, sodass wir da 18-2 Gold haben. Und ja, achtet einfach mal auf Ballack. Das werden sich natürlich einige fragen, ob sich Ballack lohnt. Das ist auch die Frage, die sich gestern am meisten, beziehungsweise die am häufigsten im Chat war. Ballack auf dieser Position, in dieser Formation, kommt richtig gut zur Geltung. Wir haben gerade das Spiel gewonnen, sind jetzt hier im nächsten Spiel stehen, gerade 11-0, auch wenn da immer noch 30-0 steht. Und schießen hier gegen den Pfosten.
Das ist etwas, was ich gleich auf jeden Fall auch noch ansprechen werde. Aber Ballack, kommen wir kurz zu Ballack. Ballack hat mir sehr gut gefallen, die Weekend League. Hat diese Rolle als Box-to-Box-Spieler richtig, richtig gut umgesetzt. Gleich, wenn wir mit den Highlights durch sind, kann ich euch auch nochmal seine Statistiken zeigen. Er war offensiv extrem präsent. Dann mit seinem Powershot konnte er auch nochmal aus der zweiten Reihe für extreme Gefahr sorgen. Während der Gegner hier das 3:1 erzielt. Und das kurz vor Schluss. Ja, kann ich schon vorwegnehmen. Wir kommen jetzt hier nochmal ran mit einem 3:2 Ballack hier. Bleibt irgendwie am Ball. Wir machen nochmal Druck. Oberen Ball hier mit Zomax Mim. Spielen auf Ballack. Der rüber auf Forlan. Mit dem Finesse zum 3:2. Aber das hat dann nicht mehr ausgereicht. Wir haben das Spiel verloren und stehen dann 11:1 in der Weekend League. Kommt mit Kingston Command hier im 16. Fall. By the way, meiner Meinung nach dürfte sowas kein Elfmeter mehr geben. Ist im Real Life auch so. Nach dem Schuss, wenn er dann irgendwie zu Fall gebracht wird, gibt es keinen Elfmeter mehr. Haben wir jetzt hier bekommen. Ballack tritt an und macht ihn. Und ja, Ballack hat zwar unsere Elfmeter geschossen in dieser Weekend League, jetzt in diesem Spiel sogar 2 Stück, aber hat trotzdem richtig viele Tore erzielt. Ja, als dieser ZM im 4-1-3-2. Offensiv, muss ich sagen, hat mir diese Formation auch gut gefallen. Problem mit der Formation hatte ich eher in der Defensive. Ich habe diese Weekend League wirklich richtig viele Gegentore kassiert. Also die letzten Wochen habe ich nicht einmal so viele Gegentore kassiert wie diese Weekend League. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, ich habe deutlich weniger Rage Quits gehabt. Ja, das kann natürlich auch andere Gründe haben, aber es war richtig, richtig auffallend. Also lag wahrscheinlich auch daran, dass die Gegner einfach das Gefühl gehabt haben, dass gegen meine Mannschaft und gegen meine Formation was geht, weil halt immer wieder gefährlich. Auch hier, ich habe 3:1 geführt, der Gegner macht hier das 3:3. Zum Glück konnten wir jetzt hier mit Forlan durchspielen und das 4:3 erzielen, sodass wir dieses Spiel am Ende dann auch noch gewinnen und nicht eine Back-to-Back-Niederlage holen. Aber das war das Problem mit der Formation. Offensiv fand ich sie nice. Vor allem mit diesem Ballack, der hinter den beiden Stürmern stand, der richtig gut zur Geltung kam und dementsprechend auch sehr, sehr viele Torbeteiligungen hatte. Ballack hat mir dann aber auch in der Defensive nice gefallen, hat die Bälle gut abgefangen. Aber es war irgendwie trotzdem diese Stabilität einfach nicht gegeben. Ja, ich habe Flügelabdecken gemacht und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich über die Außen extrem anfällig war, weil die beiden Flügelspieler LM und RM in dieser Formation nicht wirklich mit zurückgearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich Flügelabdecken auf den beiden zentralen Spieler habe und dadurch die LMs und RMs denken, dass sie nicht mehr krass mit nach hinten arbeiten müssen. Das ist etwas, woran ich noch arbeiten muss und das nochmal testen muss. Aber so mit den Anweisungen, wie ich sie gespielt habe, war sie mir vor allem in der Defensive zu anfällig. Auch hier seht ihr 3:0, schießen wir die Tore, haben wir jetzt auch mal wieder ein Rage Quit, gehen ins nächste Spiel, stehen jetzt zu dem Zeitpunkt 14:1. Und wie sich das dann da in der Offensive verhält, wie man da zusammenspielen kann, da hat es mir echt gut gefallen mit der Formation. Und zum Thema Ballack lohnt es sich, ihn abzuschließen. Er ist halt basierend auf der Performance von Leverkusen. Die haben schon ein Spiel gewonnen. Sprich, wenn sie 2 der nächsten 3 Spiele noch gewinnen, kriegt Ballack ja noch ein +1-Upgrade, was auf jeden Fall sehr nice wäre. Einen Playstyle hat er ja schon mal sicher durch den Win von Leverkusen. Hier, by the way, wieder so ein Powershot von Ballack. Bam, rein das Ding. Ich würde mir wünschen, dass er da bei dem Playstyle irgendwie sowas wie Ruhepol oder Kante oder eventuell sogar einen Playstyle im Bereich Passen bekommt. Sowas wie präziser Pass oder hoher Pass, das wäre auf jeden Fall ganz nice. Ja, Preis von Ballack, fast 500.000 Coins. Ich wurde auch des Öfteren im Chat gefragt, Seilo Ballack oder De Jong. Ich persönlich habe De Jong ja auch gespielt und würde eher De Jong nehmen, weil mir De Jong nochmal etwas besser gefallen hat oder etwas der komplettere Spieler war. Aber Ballack ist auch ganz nice. Also auch, dass er nur 66 Beweglichkeit oder was er hat, das hat man nicht wirklich gemerkt. Und auch hier, er kommt halt immer wieder in diese Position, bringt sich dann da in die Schussposition. Und wenn er dann auch mal vorm Tor ist, dann macht er die Dinger auch rein. Und das wäre sehr nice. Und der hat ja auch den Abfangen-Playstyle auf Silber. Das ist mir aufgefallen, dass er relativ häufig auch die Bälle dementsprechend abgefangen hat. By the way, Freunde, 17:1. Erste Chance für uns, wir schießen gegen Alu. Und ich meinte, Alu wird nochmal ein Thema.
Ich habe im Stream nach der ersten Niederlage in dieser Weekend League angesprochen, was das mit dem Alu auf sich hat bei mir. Das ist mir nämlich krass aufgefallen. Letzte Weekend League haben wir 20-0 geholt. Davor die Weekend League hatten wir 18-2. Bei beiden Niederlagen haben wir jeweils dreimal Alu getroffen. Diese Weekend League, wir spielen im 11. Spiel gegen den Gegner, treffen in dem Spiel ebenfalls zweimal Aluminium, verlieren es am Ende. Wir gehen in dieses Spiel rein, wir treffen am Anfang direkt Alu und es passiert sehr, sehr, sehr komische Dinge, wie vor allem jetzt auch hier, dass dieser Sonnenkopfball einfach reingeht aus dieser Position mit dieser Flugkurve oder auch beim ersten Tor des Gegners, wo Upamecano einen extrem schlechten Eindruck macht oder auch hier, wo Upamecano einfach, obwohl er die ganze Weekend League, auch letzte Weekend League, körperlich so präsent war und jetzt hier sich einfach so wegdrängen lässt von dem Raul, ist irgendwie komisch und auffällig. Aber gut, it is what it is. Wir kommen jetzt zwar nochmal zum 4-3, der Gegner macht nochmal das 5-3, weil wir natürlich aufgemacht haben, die Lücken da waren. Wir kommen zwar nach Kickoff direkt mit Zomaxmin wieder durch und machen das 5-4, aber es ist halt dann zu spät und es ist die zweite Niederlage im vorletzten Spiel. Und das ist halt auch wieder auffällig. Ich glaube sogar, dass in der vorletzten Weekend League, wo wir es 18-2 geholt haben, genau dasselbe war. 11. Spiel verloren und das vorletzte Spiel und dementsprechend Rang 1 gebottelt. Und ja, somit sind wir von einem 20-0 aus der letzten Weekend League wieder bei einem 18-2 in dieser Weekend League. Ist in Ordnung, war aber halt auch wieder deutlich mehr drin, weil es sind Spiele, die man nicht unbedingt verlieren muss, weil die Gegner jetzt uns nicht komplett an die Wand gespielt haben. Wir gehen in die Weekly Rewards rein, starten mit einem nice Inform, das ist immer ganz nice, nimmt man gerne mit. Im zweiten Pick haben wir dann sogar eine Special Card mit Trailblazer Award Prowse, aber es bringt nichts, wir gehen auf Rating, nehmen Manior. Und im dritten Pick, das ist dann wieder super klasse, 384er und ein 85er. Ja, für mich hat sich diese Weekend League einfach grundsätzlich einfach katastrophal angefühlt. Ja, 60-0 auf dem Main-Account standen wir, 20-0 letzte Weekend League auf dem RTG-Account und dann holen wir auf beiden Accounts diese Weekend League nur in Anführungszeichen ein 18-2. Vor allem auf dem Main-Account, wo ich jetzt ein absolutes Monster-Team habe mit Thierry Henry, der neuen Icon. Wir haben den Kylian Mbappé PO-Term abgeschlossen und es hat sich wirklich sehr, sehr laggy angefühlt, das Gameplay. Es war mit Abstand von der Performance der Server die schlimmste Weekend League, die wir bisher gespielt haben in FC24. Dann kommen wir zum neuen Pack in den Weekend League Rewards, zu den Kampagnen-Pick, Kampagnen-Mix-Packs. Da hatten wir im ersten Olga Carmona und im zweiten Klaus, also auch nicht wirklich das Wahre, nicht the yellow from the egg. Kommen wir zum 85 plus mal 4, haben jetzt hier einen Doppel-Walkout mit Swanson und einem Inform. Und wer ist es? Natürlich unser Kollege Daka kommt wieder vorbeigeschaut. Aber das ist okay, weil das ist tradable und ein tradable Inform nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Wir gehen ins letzte Pack, 86 plus mal 2, Deutschland, ZDM, Bayern, Kimmich. Wir haben wieder einen Doppel-Walkout mit einer Special Card dahinter. Kimmich und Daka zum dritten Mal. Der hatte auf jeden Fall richtig Bock auf uns. Und ja, nehme ich mit. Zweimal tradable ist okay. Hilft natürlich weiter, wenn wir unser Team weiterhin verbessern wollen. Sind natürlich Coins, auch wenn wir nichts Heftiges aus dem Reward gezogen haben. Ich will euch jetzt nochmal abschließend die Stats von Ballack zeigen. Er hat als ZM in 20 Spielen, ja, steht zu 21, aber ein Gegner ist bei 0-0 gequittet, in 20 Spielen 24 Tore gemacht. Und das ist schon heftig. Wenn ich Ballack mit jemandem vergleichen wollen würde, dann würde ich sagen, es ist der absolut günstige Hüllet. Ja, sehr, sehr ähnliche Spielanlage. Die Beweglichkeit von 67 und 67 Balance ist mir nicht negativ aufgefallen. Man darf Ballack natürlich nicht so spielen, als wäre es Neymar, indem man mit ihm den Ball annimmt und die ganze Zeit ins Left-Stick-Dribbling geht. Aber wenn man Ballack so in Szene setzt, wie wir es gemacht haben, ist der wirklich eine richtig, richtig starke Karte. Hat ein geiles Passspiel, hat einen richtig geilen Schuss, hat den Powershot. Wenn man in Position ist, sollte man das auch mit dem Powershot probieren. Der haut die Dinger nämlich knallhart rein. Tempo ist in Ordnung, physisch sehr stabil und seine Defensivsets sind auch sehr stark. Also das ist wirklich ein kompletter Box-to-Box-Spieler,
der richtig gut abgehen kann. Bei den Playstyles, wie gesagt, wir haben den Abfang-Playstyle. Hier wäre es ganz nice, wenn er entweder noch den Ruhepol bekommt. Das hilft halt vor allem bei Spielern dieses Kalibers extrem weiter, wenn sie halt von mehreren Leuten bei der Ballannahme angegriffen werden, dass sie da den Ball behalten. Ruhepol wäre meine erste Wahl. Batterie wäre natürlich auch ganz nice, wobei mir die Ausdauer nicht negativ aufgefallen ist. Aber Batterie geht natürlich auch immer. Kante wäre cool oder halt einer der Passing-Playstyles. Ja, entweder Weiterpass, Schnittstellenpass oder entscheidender Pass. Entscheidender Pass würde ich mir wahrscheinlich sogar eher am liebsten wünschen. Bin gespannt, welchen Playstyle ihr da bekommen wird. Und wenn ihr euch unsicher seid bei Ballack, wie gesagt, die Icons, die haben immer eine Leihkarte. Macht das Team, ihr müsst einfach nur 11 Goldkarten abgeben. Dann habt ihr Ballack Leihkarte, könnt ihn testen und gucken, ob er euch gefällt. Oder ihr wartet sogar noch weiter ab, weil ich glaube, Ballack läuft ja auch noch ein paar Tage. Theoretisch könnt ihr abwarten, wie Leverkusen die nächsten Spiele auch noch performt. Ich meine, Leverkusen ist so krass drauf. Sie haben natürlich jetzt auch ein etwas härteres Programm mit Dortmund, Frankfurt und Stuttgart. Aber so wie Leverkusen drauf ist, sind da definitiv die 2 aus 3 Siegen möglich. Ja? So wie Leverkusen drauf ist, traue ich denen auch 3 Siege aus den 3 Spielen zu. Und ja, es fehlen nur noch 2 Siege, dann kriegt er auch nochmal ein +1 Upgrade, was auf jeden Fall auch nicht verkehrt ist. Finde ich eine coole Karte, muss aber jeder für sich selbst entscheiden, ob er den machen will. Wenn ihr schon sehr viele Karten im Mittelfeld untradable habt, wie in De Jong, wie in Bellingham, Valverde Inform etc. pp., da müsst ihr nicht unbedingt abschließen. Aber ansonsten ist das eine SBC, über die man nachdenken kann, wo man sagen kann, ja, den kann man mitnehmen, der performt gut und spielt sich auch gut. So, mein Plan für die RTG, für die nächste Formation, schreibt es auf jeden Fall schon mal rein. Bei den Evolutionen weiß ich noch nicht, was ich mache. Bei dem Red Pick haben wir auch. Ich weiß noch nicht, welchen Spieler ich in eine rote Karte umwandle. Ich hatte erstmal an Ballack gedacht, aber es sieht halt echt nicht nice aus mit diesem Schwarz-Weiß-Bild auf dem roten Hintergrund. Das passt irgendwie nicht. Deswegen mal schauen, wen wir da nehmen. Zur Hero Evolution. Die kostet halt 75.000 Coins. Klar, Bombasteur hätten wir jetzt gerade im Verein. Die sieht auch ganz nice aus, muss man einfach so sagen. Richtig starke Stats und auch richtig viele Playstyles. 8 Stück. Nice Playstyles auch noch mit am Start. Ist eine Überlegung wert, muss man sagen. Aber kostet halt 75.000 Coins. Und ich habe jetzt Lisa Su und werde ja auch auf Bundesliga bleiben. Dementsprechend werde ich diesen Hero wahrscheinlich nicht machen, weil der einzige Bundesliga-Hero, den man hier reinstecken kann, ist Ricken und der ist selbst mit Upgrade nicht gut genug. Also, ich werde passen, aber es gibt ein paar gute Optionen, wie Bombasteur. Selbst ein Riese sieht nicht verkehrt aus mit dem Upgrade. Ja, der sieht sogar richtig stark aus. Also, komplett Hüllet Gang. Die Stats sind sehr, sehr stark. Das Einzige, was bei ihm halt immer abfacken wird, ist halt seine 3-Sterne-Skills und 2-Sterne-Weakfoot. Ich habe Riese ja lange gespielt, auch wenn da jetzt gerade 0 Spiele steht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass, ja, hier 103 Spiele haben wir ihn ja auch gespielt. Und wenn man den dann in-game auf der ZDM-Position spielt, ist das schon sehr nice. Aber man muss dazu sagen, dass auch auf der ZDM-Position 2-Sterne-Weakfoot gut abfacken können. Ja, das ist einfach so. Ja, wie ich jetzt mein Team demnächst upgraden werde, werden wir mal schauen. Wir werden natürlich jeden Tag die ganzen 83 plus mal 10 Packs mitnehmen und was nicht alles am Start ist. Da muss man sagen, hat EA echt einen guten Job gemacht, was da alles an Möglichkeiten sind. Bisher haben wir das auch gemacht, hatten da aber nicht wirklich viel Glück. Den besten Spieler, den wir bisher gezogen haben, ist der gute Thunderstruck. Wo ist er? Thunderstruck Bremer. Und ja, das ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Da werde ich auf jeden Fall noch weiter Gas geben. Und ich habe auch noch das Iconpack 2-mal abzuschließen. Im ersten Iconpack hatten wir den guten Kollegen Seedorf. Ich habe den Hero Pick, den kann ich auch nochmal abschließen. Da hatten wir Marquez beim ersten Mal. Ich glaube, kann man den Hero Pick 1 oder 2-mal noch machen? Ich gucke mal gerade nach. Werde ich auf jeden Fall alles noch mitnehmen und gucken, ob ich da irgendwie einen Rudi Völler oder sowas draus bekomme. Das wäre ja ganz nice. Oder einen Lucio. Lucio wäre natürlich auch big für unser Bundesliga-Team. Den Basis-Icon-Pick kann ich noch 2-mal machen und kommt dann in 2 Tagen erneut. Und den Hero-Pick kann ich auch noch 2-mal machen und kommt dann in 4 Tagen ebenfalls erneut. Frankie de Jong etc. pp. Werde ich auf dem RTG-Account nicht mitnehmen. Das sind aber auch schon SPCs, die ich auf meinem Kanal angesprochen habe.
Zu Depay habe ich bisher noch nichts gesagt, werde ich demnächst noch machen. Und ja, das ist der aktuelle Stand gerade. Das waren die Weekend League Highlights und die neue Formation. Ich muss sagen, Stand jetzt so mit den Taktiken, wie ich sie gespielt habe, kann ich sie euch nicht empfehlen. Ich werde da nochmal rumtüfteln bis am Mittwoch, wo dann das Video zur neuen Formation kommt. Und ich denke, dass sich da auf jeden Fall nochmal was ändern wird. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, welche Formation ihr nächstes Wochenende gerne sehen wollen würdet. Und ich bin raus. Peace out. Ciao.